Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, da möchte ich über ein weiteres Vorbild von mir sprechen, nämlich Steve Jobs, und da über eine Rede von ihm sprechen, die er 2005, im Sommer 2005 hielt, an der Stanford University. Es war eines seiner legendären Ansprachen. Seine Rede, die war packend und inhaltlich sehr bedeutend. Er erzählte in dieser Rede drei Geschichten aus seinem Leben, die ich dir jetzt in diesem Video näher bringen möchte, weil sie wirklich sehr inspirierend sind. Und in der ersten Geschichte, da geht es um das Erkennen von Zusammenhängen und wie sich alles im Leben früher oder später zusammenfügt. Jobs, der ist schon nach 6 Monaten aus dem College ausgeschieden, und da stellt sich die Frage, warum ist er ausgeschieden? Und das begann alles noch bevor er geboren wurde. Seine leibliche Mutter war eine junge, unverheiratete Uni-Absolventin und sie entschied sich, Steve Jobs zur Adoption freizugeben. Sie war sehr davon überzeugt, dass Steve von Leuten mit einem Universitätsabschluss adoptiert werden sollte. Und so wurde dann alles dafür arrangiert, dass er bei der Geburt von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Doch genau als Jobs auf die Welt kam, entschieden diese sich, dass sie eigentlich doch viel lieber ein Mädchen hätten. Und so wurden dann seine Eltern, die auf der Warteliste standen, mitten in der Nacht angerufen und gefragt: Wir haben einen unerwarteten kleinen Jungen, wollen Sie ihn? Und sie sagten dann ja. Seine leibliche Mutter fand aber später heraus, dass seine Mutter nie eine Universität absolviert hatte, sein Vater nie eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Und dann hat sie sich geweigert, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Aber wenige Monate später war sie doch damit einverstanden, als seine Eltern versprochen hatten, dass er irgendwann zur Uni gehen würde. Und 17 Jahre später ging Steve Jobs auf die Hochschule. Er hat aber aus Naivität ein College ausgesucht, das so teuer war wie Stanford. Alle Ersparnisse seiner Eltern gingen für die Unigebühren drauf. Nach 6 Monaten konnte Steve den Wert darin nicht sehen. Er hatte keine Ahnung, was er in seinem Leben tun würde, und keine Ahnung, wie ihn die Universität darin unterstützen sollte, das herauszufinden. Jobs sagte, und da stand ich nun, hatte das ganze ersparte Geld meiner Eltern verbraucht, das sie in ihrem Leben erarbeitet hatten. Ich entschied mich, die Schule zu verlassen und daran zu glauben, dass alles irgendwie okay gehen würde. Es war ziemlich beängstigend damals, aber rückblickend war es eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ab der Sekunde, in der ich ausschied, konnte ich aufhören, die Kurse zu besuchen, die mich nicht interessierten, und mit denen beginnen, die für mich interessant waren. Und die Reed-Universität, so hieß sie, die bot zu dieser Zeit einer der besten Kalligraphiekurse im Land an. Quer durch den ganzen Campus war jedes Poster, jedes Schild auf jeder öffentlichen Fläche wunderschön von Hand mit kalligraphischer Schrift versehen. Und Jobs, der entschied sich dann für einen dieser Kalligraphiekurse, um zu lernen, wie man das macht. Er erwähnte, in nichts von all dem steckte irgendwie die Hoffnung, dass es jemals eine praktische Anwendung in meinem Leben finden würde. Aber 10 Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer entworfen haben, kam alles doch auf mich zu. Und wir arbeiteten all das in den Mac ein. Es war der erste Computer mit Typografie. Wenn ich diesen Kurs nicht besucht hätte, würde der Mac niemals verschiedene Schriften oder proportional aufgeteilte Freiräume in den Schriftarten haben. Wäre ich damals nicht ausgeschieden, wäre ich niemals in diese Kalligraphieklasse gegangen, und PCs hätten nicht die wunderschönen Schriftarten, die sie jetzt haben. Natürlich war es nicht möglich, diese Punkte miteinander zu verbinden, als ich noch in die Zukunft blickte, während ich noch auf der Uni war. Aber 10 Jahre später ist diese Verbindung sehr, sehr klar. Und er sagt hier, nochmal, du kannst Punkte nicht verbinden, wenn du nach vorn blickst. Du kannst Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich die Punkte irgendwie in der Zukunft verbinden werden. Du musst an etwas glauben, deinen Gott, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Diese Einstellung hat mich nie im Stich gelassen und machte den erheblichen Unterschied in meinem Leben aus. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, was er eben hier sagt, nämlich das Erkennen von Zusammenhängen, dass alles früher oder später zusammenkommt und dass man an seine Vision und an seine Ziele glauben soll. In der zweiten Geschichte von Steve Jobs, da geht es um die Liebe, um den Verlust und den Glauben, nicht zu verlieren. Steve Jobs erzählt, dass er Glück hatte und das, was er liebt, sehr früh gefunden hatte. Jobs und sein Freund Wozniak, die haben Apple in der Garage seiner Eltern gestartet, als er 20 Jahre alt war.
Und in 10 Jahren, innerhalb von 10 Jahren, wuchs Apple zu einem 2 Milliarden Dollar Unternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern. Sie haben zu dieser Zeit ihr bestes Stück geschaffen, nämlich den Macintosh. Und das war ein Jahr, bevor Steve Jobs 30 Jahre alt wurde und aus seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen wurde. Er sagte, dass er nicht wusste, was er machen sollte. Ihm ist aber dann in den Sinn gekommen, ich liebte immer noch das, was ich tat. Er entschied sich, von neuem zu beginnen. Es stellte sich heraus, dass der Rauswurf aus Apple das Beste war, was ihm passieren konnte. Es befreite ihn, um die kreativsten Phasen seines Lebens betreten zu können. Während der nächsten 5 Jahre gründete er zwei Firmen namens Next und Pixar und verliebte sich in seine spätere Ehefrau Lorraine Powell. Sein Unternehmen Pixar entwickelte den ersten computeranimierten Film der Welt, nämlich Toy Story, und ist zurzeit das erfolgreichste Animationsstudio der Welt. Und dann kaufte sich Apple Next und Jobs war wieder zurück, Jobs war wieder back in business. Jobs sagte, dass er ziemlich sicher war, dass nichts von dem geschehen wäre, wenn ihn Apple nicht gefeuert hätte. Manchmal trifft dich das Leben mit einem Ziegelstein. Verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum Weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Und das ist wahr in Bezug auf die Arbeit und in Bezug auf die Liebe. Unsere Arbeit wird einen großen Teil unseres Lebens ausfüllen. Und der einzige Weg zu wirklicher Erfüllung ist, eine Arbeit zu finden, die wir wirklich gut finden. Wirklich gute Arbeit können wir nur leisten, wenn wir unsere Arbeit lieben. Wenn du diese noch nicht gefunden hast, suche sie weiter. Gebe dich nicht vorschnell zufrieden. Es ist wie mit allen Herzenssachen. Man weiß erst, dass man es hat, wenn man es gefunden hat. Und wie jede großartige Beziehung wird sie im Lauf der Jahre besser und besser. Also bleibt nicht stehen und verliert nicht den Glauben. Und dann kommen wir auch zu seiner letzten Geschichte, nämlich zu der dritten Geschichte, und die handelt vom Tod. Er erzählte den Studenten, dass er als junger Mann einmal ein Zitat gelesen habe, wenn du jeden Tag lebst, als sei er dein letzter, wirst du irgendwann recht haben. Jobs fuhr fort, dass er sich seit jenem Tag frage, ob er das tue, was er wirklich tun wolle, wenn heute sein letzter Tag wäre. Und falls die Antwort Nein lautet, ändere er seinen Plan. Er wusste, er muss etwas ändern. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Und er hat dann in der Rede gesagt, eure Zeit ist begrenzt. Verschwendet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lasst euch nicht von Dogmen einengen, dem Resultat des Denkens anderer, gab er der Student mit auf den Weg. Lasst nicht zu, dass der Lärm fremder Meinungen deine eigene innere Stimme übertönt. Und das Wichtigste vor allem, habe den Mut, deinem eigenen Herzen und der Intuition deiner inneren Eingebung zu folgen. Irgendwo habt ihr bereits jetzt im Gespür, was ihr wirklich werden wollt. Alles andere ist zweitrangig. Steve Jobs, der schloss dann mit einem Leitspruch, der sein gesamtes Leben geprägt hat. Stay hungry, stay foolish, in etwa übersetzt, bleib hungrig, bleib verrückt. Und ich hoffe, du konntest in diesen drei Geschichten etwas für dich rausziehen. Und in diesem Sinne möchte ich auch mit diesem Leitspruch von Steve Jobs das Video beenden und abschließen. Stay hungry, stay foolish.